In unserem Testvideo wollen wir vor allem zeigen, wie sich das Sony Xperia Tablet S so in der Praxis schlägt. Wir schalten das Gerät gleich an. Und lassen es hochfahren. Auf Äußerlichkeiten wie das Gehäuse, die Anschlüsse, Lieferumfang und Verpackung sind wir ja schon in unserem Ausgepackt und angefasst Video eingegangen. Hier jetzt soll es vor allem um Performance und um die Software gehen. Sony setzt dabei noch auf Android 4.0, also auf Ice Cream Sandwich. Das Jelly Bean Update. Da wollte uns Sony keine Angaben machen, ob es geplant ist und wann es kommt. Dafür kann Sony allerdings ein modifiziertes Android 4.0 vorweisen. Der Lockscreen sieht noch ziemlich standardmäßig aus mit Direktzugriff auf Kamera und Tablet. Aber bei dem Blick auf die Homescreens wird dann schon klar, dass das hier kein unangetastetes Android 4.0 ist. Von den 5 Homescreens sind 4 bereits ziemlich vollgepackt mit diversen Apps und Widgets. Und auffällig sind darüber hinaus auch noch Anpassungen im Bereich der Menüleisten. Hier oben gibt es Direktzugriff auf Browser, Mailprogramm, Kamera-App und die Einstellungen. Das heißt, dass diese Anwendungen von allen Homescreens aus zugänglich sind. Genauso natürlich wie der Direktzugriff auf Google und die Spracheingabe. Hier unten hingegen in dieser Leiste verbirgt sich noch eine Schnellstartleiste, wo also auch einige Basis-Apps wie der Taschenrechner versteckt sind, beziehungsweise eben erleichtert zugänglich sind von allen Homescreens aus. Daneben das kleine Symbol steht für die Fernbedienung. Sony verbaut also einen Infrarot-Transceiver in diesem Gerät. Damit lässt sich das Tablet dann als Fernbedienungsersatz nutzen. Wir hatten leider kein geeignetes Gerät da, mit dem wir das mal demonstrieren können. Unser Sony-Verstärker ist schon etwas älter und wird leider nicht mehr unterstützt. Alternativ kann man allerdings auch direkt von einer Fernbedienung lernen. Das heißt also, dass das Tablet dann von der Fernbedienung mitbekommt, welcher Befehl für welche Kommandos steht. Das ist also durchaus ganz praktisch. Für den Sofa-Einsatz kann man dann die Fernbedienung gleich wegrationalisieren im Idealfall. Ansonsten auf dem zentralen Homescreen Zugriff auf diverse Sony-Anwendungen und Dienste. Music und Video Unlimited, das erklärt sich von selbst, sind Sony-Dienste, bei denen man sich erst anmelden muss und dann eben auch von dort Content beziehen kann, als Alternative zum natürlich ebenfalls vorhandenen Google Play Store. Ansonsten gibt es zum Beispiel die Walkman-App, was einfach nur ein Media Player ist. Social Life, und so weiter. Also da muss dann einfach jeder für sich selbst entscheiden, welche Dienste bzw. Apps nun wirklich für ihn von Nutzen sind und unter Umständen macht es ja sicher auch Sinn, dann mal ordentlich aufzuräumen. Der Homescreen bietet Zugriff auf diverse Spieleanbieter. Man kann also dann einfach auf deren Internetseite zugreifen und wird dann unter Umständen bei Kaufinteresse in den Play Store weitergeleitet. Also auch eher wahrscheinlich von überschaubarem Nutzen. Und hier auf dem äußersten Screen dann auch etwas durcheinander sortiert. Zugriff auf diverse Magazine, beziehungsweise ja, ein Magazindienst. Darunter Produktregistrierung und andere Support-Apps. Und dazu dann noch die eBay-App sortiert, also das ist dann teilweise auch einfach nicht ganz so einleuchtend sortiert. Der vierte und letzte vorgestaltete Homescreen bietet dann noch ein paar Basis-Apps, Google+, Skype und auch ganz interessant ein Office-Programm. Nach wie vor ja das Problem,
dass es kein Microsoft Office für Android und iOS gibt. Bisher zumindest noch nicht, das soll sich ja wohl auch ändern. Dementsprechend dann diese Überbrückungslösungen, die aber natürlich für viele normale PC-Nutzer doch nicht ganz an das gewohnte MS-Office herankommen. Von den Anpassungen, die Sony vorgenommen hat, noch erwähnenswert ist auf jeden Fall der Gastmodus hier oben. Wir können das mal komplett durchgehen. Das ermöglicht uns für Gäste oder zum Beispiel auch Kinder genau festzulegen, welche Apps dann zur Verfügung stehen. Lässt sich auch Passwort schützen, sinnvollerweise. Dann kann man einfach die Apps festlegen, die eben vom jeweiligen Gast gestartet werden können. Durchaus hilfreich, allerdings mittlerweile auch in Jelly Bean schon im Betriebssystem eingebunden. Das heißt also, das macht eigentlich nur Sinn, solange Sony weiterhin bei Ice Cream Sandwich bleibt. Trotz der nun schon etwas angestaubten Betriebssystemversion lässt sich das alles ganz flüssig handhaben. Hier steckt ja potente Hardware drin mit Nvidias TK3 SoC, sodass wir da also keine Ruckler oder Stocker bemerken konnten. Auch Spiele laufen angenehm flüssig. Das ist also durchaus angemessen. Das Display ist ja nur nicht hochauflösend, hat also 1280x800 Bildpunkte, kann aber, was Kontrast und Helligkeit angeht, durchaus überzeugen. Wenn man also von der Auflösung absieht, ist das Display durchaus eine Stärke des Tablets. Und zum Beispiel auch dieses Flugspiel hier, das läuft alles flüssig und gut. Insgesamt also ein in puncto Hardware ja absolut solides und ordentliches Gerät. Bei der Software kann man natürlich bedauern, dass hier noch Ice Cream Sandwich läuft. Dafür bietet Sony dann allerdings auch einige Anpassungen am Android 4.0. Welchen Nutzen die für den Einzelnen haben, das müssen wir mal dahingestellt sein lassen. Aber erwähnenswert ist einiges davon allemal. Und so können wir doch dieses Sony Xperia Tablet S als ein weitgehend gelungenes Android-Tablet einschätzen, das sich durchaus gut benutzen lässt. Was wir sonst noch im Detail festgestellt haben, das kann natürlich in unserem ausführlichen Testbericht auf hardwarelux.de nachgelesen werden.